Ja, deswegen klauen wir einfach mal ein Auto von seinem Parkplatz und kümmern uns darum. Aber Moment mal, eine Sache muss ich mal eben noch auch mal, muss ich mal eben nachgucken. Missionsinfos? Ach genau, klauen Polizeiauto, ja. Ich war mir jetzt, ich war mir jetzt gerade nicht mehr ganz so sicher, was ich jetzt nochmal tun sollte. Ja, ich sollte echt mehr zuhören und mich nicht auf andere Sachen konzentrieren. Wir sollen Polizeiauto klauen. Denn es ist so ein bisschen, ja, merkwürdig, wenn man eine Mission kriegt, aber kein Ziel auf der Karte sieht. Polizeiauto, die Polizeiwache, die war irgendwo hier. Irgendwo hier. Moment mal, hier war das Paket. Hier war das Paket. Habe ich es mitgenommen? Ich habe es noch nicht mal mitgenommen, ich Idiot. Das behält man doch auch, wenn man stirbt. Na egal. 28, zwei Stück noch, dann kriegen wir... Ja, ich glaube, echt, das ist Armor. Kriegen wir unseren wohlverdienten Armor. Das wäre so schön. Polizeistation, Polizeistation, ist doch mal die Polizeistation. Ich würde ungern ein fahrendes Polizeiauto klauen, weil dann haben wir gleich einen Polizeistand hinter uns. Wobei, ja gut. Ich wüsste einen schnellen Weg, wie man zur Polizei kommt, aber... Nee, der wäre so ein bisschen doof jetzt. Ey, jetzt mal ganz im Ernst. Wo ist die Polizeistation? Ach, Leute, wisst ihr was? So. Ja. Komm, du mal, lauf du mal ein Stück weiter. Schön ist auch, dass dein Kollege anscheinend sehr intelligent ist. Und hier mit dem Auto. Und weg. Dankeschön. Okay, da sollen wir jetzt eine Bombe einbauen, alles klar. Polizeiauto plus Bombe, das hört sich doch gut an. Ach ja, super, toll. Hier wäre sie gewesen, oder? Ja, hier ist die Polizeistation. Was soll's? Nun lernen wir auch gleich, wo wir hier Bomben einbauen lassen können. 8-Ball hat in jedem Gebiet eine Werkstatt. Also es gibt Paint Spray, gibt es in jedem Gebiet. 8-Balls Bombenwerkstatt gibt es in jedem Gebiet. Und die Ammunition gibt es in jedem Gebiet. Alles, glaube ich, einmal. Aber es scheint hier sogar zusammen zu sein. Also so, also Paint Spray, so wie auch... Ja, jetzt hassen uns die Yardies, das ist wirklich sehr von Vorteil. Paint Spray wie auch die Bombenwerkstatt von 8-Ball befindet sich hier. Das Schöne ist auch, hier gibt es einfach so eine Bombenwerkstatt. Ist ja auch völlig legal. Ist ja nicht so, dass man damit irgendwie große Schaden anrichten kann, wenn man ein Auto mit einer Bombe präparieren lässt und dann irgendwo abstellt, damit sie in die Luft geht. Wie zum Beispiel bei einem Polizeirevier. Aber ja gut, soll legal sein. Ja, oder es ist nicht legal, aber die Polizei hat einfach noch nicht geschnallt, dass es hier sowas gibt. Und ja, das kann ich mir doch durchaus eher vorstellen. Nein, das wäre nicht so gut. Nehmen wir den oberen Weg. So. Okay, aber ich finde das jetzt eine richtig schöne Mission. Und das ist mal was, wo man... Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Es ist irgendwie so... Es hat irgendwas. Es hat irgendwie Action. Nicht töte den und klaue das, sondern einfach mal jage irgendwas in die Luft. Wir müssen hier rein, ne? Und die Polizeiwagen brauchen wir, damit wir reingelassen werden. Ja, ist ja nicht so, dass wir irgendwie eine Karte vorzeigen müssen oder so, unseren Dienstausweis. Oder dass unser Auto leicht qualmt und eine offene Tür hat. Und leicht beschädigt ist. So ist das ja gar nicht. Da schlägt gerade einer den anderen. Okay. Parken. Oh, okay. Oh, okay. Hei. Ja. Ich weiß nicht, was ihr meint, aber ich würde sagen,
Der schlägt jetzt niemanden mehr. Gut, nehmen wir mal ein schönes Auto. Ich würde sagen, direkt mal Polizei. So. Aber das Tolle ist, die lassen uns hier nicht nur rein. Diese Vollidioten. Die lassen uns hier auch wieder raus. Ey, das ist toll. Polizei. Ihr seid echt total bekloppt, wisst ihr das? Ach nee, wir müssen jetzt zu Pay and Spray. Ein Pay and Spray, das geht dummerweise nicht mit dem Polizeiauto. Aber da war ja großes Garagengebiet. Großes Garagengebiet, ja, im Sinne von, dort standen allgemein viele Autos. Moment mal, wo fahre ich gerade hin? Ach, da bin ich, alles klar. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ist es, eben hatte ich 4 Sterne und wurde fast umgebracht von der Polizei. Nein, ich will nicht wieder zurückfahren. Und jetzt habe ich 3 und es passiert gar nichts. Irgendwie, keine Ahnung. Also anscheinend ist es der Polizei... Oder vor allem auch hier, vor allem auch die Tatsache, jetzt haben wir die Polizei selber angegriffen und wir haben, ja, einen Polizisten umgebracht, in die Luft gejagt und ihr Gebäude zerstört mit einer Bombe, mit einer Autobombe. Und wir kriegen 3 Polizeisterne. Okay, da müssen wir mal anders regeln. Oh, shit. Scheiße. Scheiße. Nicht den Kanbu töten, nicht den Kanbu töten. Wo schießen die auf ihn? Mann, geh doch weg. Ja, jetzt haben wir 4. Scheiße. Nicht den Kanbu töten. Ja, was ich damit sagen will, wir rammen ein Auto, kriegen 4 Sterne, aber jagen ein Polizei, also hier das Polizeihauptgebäude in die Luft. Und bekommen 3. Nee, ist schon klar, ist schon recht, ist in Ordnung. Ist ja auch nichts Schlimmes. Also, ne? So. Okay. Jetzt bring ihn zu dem Yakuza Dojo. Was auch immer Dojo ist. Blister. Eigentlich ein ganz schönes Auto, nur leider. Es kippt schnell um. Und ich fahre die falsche Richtung. Oh. Ja, das kotzt echt. Egal wo man ist, jeder schießt auf einen. Kolumbianisches Kartell, die Yadis, die Mafia, die Diabolos, die Triads, die Polizisten und teilweise sogar unsere Verbündeten. Also, wir werden hier echt gehasst. Wir werden hier gehasst wie nichts anderes. Das ist so ein bisschen blöde. Ich glaube, so eine Mafia, die zu einem hält, hat man überhaupt gar nicht. Das ist in anderen GTA-Teilen ja so, dass man eine Mafia hat, die zu einem hält. Oder meinetwegen ja in so einer eigenen Gang angehört, die zu einem hält. Das ist hier nicht der Fall. Ich nehme mal die Abkürzung. Das Gebäude ist ja sowieso leer, demnach. Und es scheint hier ohnehin niemanden zu stören. So. Ja, du mich auch. Yaku Dojo. Kumpel, kann ich dir helfen? Ja, gut, er ist 3-mal gegen die Wand gelaufen und verschwunden. Wahrscheinlich hat er auch ein bisschen was von der Autobombe abbekommen. Aber bevor ich jetzt die nächste Mission mache, werde ich vorher etwas anderes machen. Und zwar etwas, was ich sehr, 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 sehr liebe. Und zwar nicht eine Mission, die ich hasse. Boah, und nein, ich möchte nicht zu Ray. Sondern ich habe schon mal kurz angesprochen. Oh, fuck. Raus da, raus da, raus da, raus da. Oh. Gott, warum mache ich immer so knappe Sachen? Hier gab es ein Paket. Ach verdammt, ich würde eigentlich noch ein Paket brauchen. Gab es hier noch eins? Also wie gesagt, ich habe es schon einmal kurz angesprochen. Und zwar gibt es auch hier eine Rally. Das ist ein Schrotgewehr, auch nicht schlecht. Aber eigentlich wollte ich ein Paket. Und zwar gibt es hier... Okay, es ist nicht die behindertste Rally. Also es ist nicht die schlimmste. Aber es ist auch eine sehr schlimme... Eine sehr unschöne. Und die werde ich als nächstes mal eben machen. Hier gab es so ein Paket. Gab es hier drin ein Paket? Da ist das Paket. Ich hoffe wirklich, wir bekommen jetzt Armor. Das wäre echt, das wäre zu schön. Wie kommt man da rein? Was? Wie kommt man da rein? Hä? Was zum?
Ey, verdammt, Alter, ich bin gerade zu doof, um den Sportplatz zu betreten. Wie komme ich da rein? Wie kommt man da rein? Oh. Ups, okay. Ey, nimm mal ernsthaft, wie kommt man da rein? Hä? Ich verstehe das. Bin ich gerade blind? Ja, anscheinend schon. Nee, das... Und? Granaten? Ach nö, ich dachte, ich bekomme Armor. Okay, bekomme ich Armor später. Gut, dafür haben wir jetzt zumindest unendlich Granaten. Das bedeutet, wir können ruhig mal eine Granate verwenden. Boom! Ob das so intelligent war? Ja, Leute, ich will die Brutalität dieses Spiels nicht fördern, aber, ja, verdammt, wie beende ich jetzt diesen Satz? Gehen wir einfach weiter, als wäre nichts gewesen und steigen in dieses Auto. Das ist nämlich unsere Rallye. Spazierfahrt im Park. Es klingt so freundlich und ist dabei so zum Kotzen. Ja. Ja gut, zwei Polizeistellen haben wir immer noch, aber ich glaube, die kommen hier nicht rein, oder? Ja gut, vielleicht doch. Den schwierigsten zuerst. Welchen hatte ich damals immer als letztes? Als letztes, na Quatsch, als erstes. Der ist nicht schwierig. Welcher ist der schwierigste? Ach mein Gott. Das Dumme bei diesem Auto, ich glaube, es gibt kein Auto, was schneller umkippt als dieses. Der ist ziemlich böse. Obwohl, der Klappe kann man... Nee, da kann man einfach... Nein. Da kann man einfach hochfahren. Der ist nicht so böse. Der ist doch böse, aber auf einer Skala von böse bis ganz böse ist er nur grimmig. Also, das geht noch. Der ist einfach. Aber er ist ganz hinten. Nein, den nehme ich nicht als erstes mit. Dann ist der böse? Nee, ich glaube, der geht auch noch. Ist der einfach? Ja, ich glaube, den kann man gut als letzten mitnehmen oder als vorletzten oder irgendwie so. Der ist... Okay, sie kommen hier doch rein. Fangen wir an. Jetzt haben wir 10 Sekunden für den nächsten. Testen wir gleich mal aus, wie leicht er zu bekommen ist. Nämlich... Ja, das meine ich. Das meine ich, das Auto ist so zum Kotzen. Überfordert? Hätte das mit mir passieren sollen? Oh je. Aber ich glaube, das Auto steht jetzt direkt wieder da. Hier irgendwo gab es ein Anti-Polizeistelle. Ich weiß beim besten Willen nicht mehr wo. Naja, gut, was soll's. Oder man kann diese Aufgabe echt von vorne beginnen. Ja, das Auto ist wieder da. Es respawnt einfach vor dem Haus. Also wem auch immer dieses Auto hier gehört, er scheint sehr viel Geld zu haben. Weiter geht's das zweite Mal. Okay. Ja. Nein. Oh. Das war cool irgendwo. Aber nee, okay. Mann, wo ist der verdammte Anti-Polizei-Stern? Eigentlich, ich bin so ein Vollidiot eigentlich. Ich bin so ein dämlicher Idiot. Hätte ich die Granate werfen müssen? Ja, meine Natur, die will das so, aber... wo ist der verdammte Anti-Polizei-Stern? Oder machen wir einen Amoklauf oder irgend sowas? Ich meine, das geht auch. Danach sind wir die Polizei auch los. Gib mir mal dein Infernus. Dankeschön. Ob es geht, lass dich nicht verhaften. Ja. Hier drauf liegt entweder ein Anti-Polizei-Stern oder ein Amoklauf. Ach nee, Moment, der liegt hier. Der liegt hier. Er liegt
Er liegt. Er liegt nicht hier. Okay, egal. Versuchen wir es einfach nochmal. Hallo? Ja, da kannst du meinetwegen weiter rumoxen, das ist mir egal. Hey, do I look okay? Kann es sein, dass ich nichts von dem wiederfinde, was ich hier alles so gemacht hatte damals? Nein, anscheinend finde ich hier echt nichts wieder. Also nochmal, er hat auch immer die gleiche Farbe, das ist irgendwie auch sehr fantasievoll. Und die gleiche Mucke. Ja, ich weiß, 12 Checkpoints. Das sind nur 12 Checkpoints? Ich will das nicht die ganze Zeit sehen, dankeschön. Muss ich den echt als erstes mitnehmen? Alter, ist das eine Grütze! Ich glaube, ich mache doch gleich irgendwas anderes zuerst. Mein Gott. Okay, er ist nicht da. Ja, Leute, ich mache erst was anderes. Ich mache erst noch meine Kenji-Aufgabe. Und dann versuche ich es wieder. Und zwar ohne Polizei. Mann, ich bin auch manchmal so schweinedämlich. Mann, Leute, warum haltet ihr mich nicht auf, wenn ihr merkt, dass ich irgendwie... Wenn ihr merkt, dass ich vorhabe, irgendwas komplett Bescheuertes zu tun. Warum haltet ihr mich nicht auf? Gut, wahrscheinlich, weil es euch auch noch gefällt, was ich manchmal für einen Mist baue, aber... Nee, also, warum fahre ich jetzt hier unten hin? Ganz einfach, weil es einen Yakuza-Stinger gibt. Aber echt, manchmal könnte ich mal meine eigene Doofheit... Ach, philosophieren wir gar nicht drüber. So. Auf zu Kenji. Ja, ihr könnt auf mich schießen, das könnt ihr gerne machen. Das ist ja alles kein Problem. Moment! So, damit hätten wir zumindest das Problem wieder. Komme ich hier rüber? Nein. Das Problem wieder aus der Welt geschafft. Oh Gott! Weg. Ja, laber nicht, ich komm dir gleich. So. Okay, Kenji, ich hab deinen Kanyo, Dobo, Muga, Muga-Freund da befreit. Was soll ich als nächstes machen? GTA! Das ist doch schön. It is impossible to overestimate the importance of etiquette in this line of work. To my eternal shame, a man once did me a favor, and I've never had the opportunity to repay his kindness. The man's weakness is motorcars, and he has requested that we acquire him certain models for his collection. Needless to say, we must give him the cars as a gift to repay the debt that I owe him. You must obtain the cars on this list and deliver them to a garage behind the car park in Newport. My honor demands it. Ja, ja, ist hier in Ordnung. Ich hab's verstanden. Was? Autos müssen im 1A-Zustand sein. Was? Wie? Welche Autos? Die Autos müssen im 1A-Zustand sein. Ach so, die stehen da schon. Alles klar. Ich dachte, die müssen jetzt irgendwelche Autos suchen. What? Nehmen wir als erstes mal... Nee, ich glaube, das ist dumm. Ey, nein! Ich hab schon wieder Polizei hinter mir. Aber was heißt das? Wir müssen ihm die Autos schenken. Soll das heißen, ich werde am Ende nicht bezahlt oder was? Kenji, mach dich nicht unbeliebt. Ich sag's dir. Wir haben aber 5 Minuten. Das Schwierige daran ist wahrscheinlich, dass wir diese Autos... Moment mal, das ist doch hier dieser Platz, wo sich die ganzen Irren umgebracht haben, oder? Ja, genau der. Was wollte ich gerade sagen? Genau, man darf da wahrscheinlich wieder keinen Kratzer reinhauen. Aber, ach, es sind 3 Autos, okay. Erstmal ein Stinger. Nein, nicht der Sender. Dafür bleibe ich sogar extra stehen. Danke. Boah, ich glaube, ich habe den besten Ausgang gewählt.
So, gut. Okay, Auto Nummer 1. Was haben wir? 5 Minuten oder haben wir sogar 6 Minuten? Ich glaube, wir hatten sogar 6. Also theoretisch 2 Minuten pro Auto. Das geht ja eigentlich. Inklusive abholen und wegbringen. Demnach müssen wir aber bei 4 schon das erste Auto abgegeben haben. Wobei, das sieht doch bisher noch durchaus machbar aus. Ist diese Garage zumindest leichter erreichbar? Ja, das scheint diese hier zu sein. Alles klar. Sie ist oben, oder? Ist die oben oder ist das die hier? Wo ist die? Ah, nee, die ist oben. Alles klar. Ach, wobei... Ach, nee. Ach, Gott. Ach, Leute. Ach, Leute. Es ist dieser Garage... Ernsthaft? Ja, genau, repariere den Wagen. Genau das meinte ich. Man kann eigentlich fahren, wie man will. Denn wenn man ihn kaputt gemacht hat, fährt man hier rein. Und dann einfach hier rein. Ich weiß nicht, das ist etwas sehr leicht gemacht, meiner Meinung nach jetzt. Aber ja, gut. Ich will kein Öl ins Feuer kippen. Nicht, dass mir gleich wieder irgendwelche hammerharten Aufgaben um die Ohren geschmissen werden. Ich nehme es einfach mal hin.